Servus, seid gegrüßt und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Map-Vorstellung und zwar diesmal die Eineberg Forest oder auf Deutsch genannt Eineberger Wald. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier eine Karte, die wieder sehr forstlastig ist. Es gibt unterschiedliche Waldgrößen. Es gibt auch ein paar Felder, Verkaufsstellen haben wir auch. Ja, und ein bisschen Verkehr fährt auf der Karte ebenfalls herum. Ja, an sich sonst eine sehr schöne Landschaft. So wird hier geschrieben. Und es gibt zwei alte Steinbrüche. Ja, und wenn ich jetzt den nächsten Satz hier lese, baue deinen Bauernhof und genieße den Wald, Tiere und Landwirtschaft. Also, was das gibt, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja, und starten tun wir hier vor dem Händler. Und jetzt ist die große Frage, die sich mir jedes Mal stellt. Haben wir Fahrzeuge oder haben wir keine Fahrzeuge? Das ist hier die große Frage. Und ich würde sagen, wir machen mal den Fahrzeugcheck. Ja, können wir auch schon gleich wieder beenden. Es gibt keine Fahrzeuge. Müsst ihr euch leider erstmal selber verdienen und kaufen. Dann machen wir erstmal weiter mit dem Landschaftscheck. Und schauen mal, was wir hier so bauen können. Ja, was haben wir hier für Bodentexturen? 1, 2, 3, 4, 5 und das war es dann auch schon. Also eine sehr überschaubare Auswahl. Ja, baumtechnisch haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Damit sollten wir, glaube ich, ganz gut hinkommen. Ja, was haben wir sonst so hier bei den kleinen Pflanzen? Da haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Also ich denke mal, damit kann man ganz gut arbeiten. Ja, dekorationstechnisch haben wir hier wieder Zäune, Lampen, sonstiges. Tiere ist auch nichts Neues. Produktionen, jo, haben wir Standard, können wir uns jederzeit platzieren. Die Verkaufsstationen genauso. Gewächshäuser, Plantagen, Generatoren. Das funktioniert auch, jo. Gebäudetechnisch sind wir auch alles im Standardbereich, hätte ich gesagt, jo. Also hätten wir das auch schon mal abgearbeitet. Ja, wenn man sich jetzt mal so umschaut. Hier haben wir auf jeden Fall sehr viel Platz für die Fahrzeuge. Hier auch, ich sag mal, schön mit ein bisschen Deko gearbeitet. Das gefällt mir. Ja, was haben wir hier noch Schönes? Ich würde sagen, wir gehen da mal auf die andere Straßenseite, wenn wir denn hier durchkommen. Und nicht irgendwie überfahren werden. Denn der Verkehr ist hier ganz schön schnell unterwegs. So. Und genau, hier habe ich das jetzt gerade eben schon richtig gesehen. Der Tierhändler ist in unmittelbarer Nähe da vorne. Also haben wir es gar nicht weit. So, und hier sehe ich, denke mal, das wird der Ballenverkauf sein. Abkippsymbol. Das ist typisch. Und bevor wir jetzt hier noch weiter Rätsel raten, machen wir doch einfach mal die Karte auf. So sieht das Ganze hier aus. Ja, wir stehen jetzt hier so ziemlich genau in der Mitte, hätte ich gesagt. Hier noch so ein kleiner See. So, da ist die Spinnerei, das Farmhaus, da gucken wir auch nochmal vorbei. Tankstelle, Shop haben wir gesehen. Hier unten gibt es die Mühle, Sägewerk und Verkauf natürlich dazu. Käserei, ah ja, Schokoladenfabrik, Kalkstation, Supermarkt, Biogasanlage. Also eigentlich alles, was man erstmal so braucht. Und hier oben, naja, da haben wir noch einen kleinen Tank, eine Kuhweide, Güllebehälter, Werkstatt.
Sieht mir sehr stark nach einem Hofbereich aus, hätte ich gesagt. Ja, hier haben wir noch mal eine kleine Übersicht, wer wie was wo herstellt und was wo rauskommt. Ist eigentlich auch ein kleines witziges Gimmick. So, jetzt geht's hier an die harten Fakten. Was kostet uns der Spaß? Also, der Bereich da oben, der gehört uns schon mal. Und die restlichen Sachen, 172.000, 42.000, 102, 162. Ja, also ich denke mal, das sind hier sehr humane Preise. Damit kann man definitiv arbeiten. Passt. Wenn wir jetzt schon mal hier im Menü sind, dann gehen wir auch das Menü gleich mal durch. So, was haben wir hier? Wachstumskalender sieht mir standardmäßig aus. Güter, jo, haben wir auch einmal komplett Standard. So, wir haben schon Tiere. Und zwar auf der Kuhweide. Sehr nice. Dafür gibt's keine Missionen. Und Produktionen sind auch keine am Start. Also, ihr wisst, was jetzt kommt. Wir gehen jetzt hier mal kurz in den Flugmodus und schauen uns das Ganze hier mal von oben aus an. Ja, und jetzt sieht man hier unten schon mal schön den Bereich, wo wir jetzt gerade sind. Da drüben ist das Sägewerk. So ein bisschen verteilt alles. Hier haben wir den See. Und dann haben wir hier sehr, sehr viel Waldfläche. Ja, hier drüben sehe ich noch ein Feld. Das müsst ihr natürlich dann auch kaufen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich sag mal, 7 Felder sollten das wohl sein. 1, 2, ja. Könnt ihr sogar alles dann kaufen. Aber ich glaube, für die, die die Karte hier spielen wollen, die werden, denke ich mal, nicht wirklich viel Landwirtschaft machen. Die machen wahrscheinlich eher mehr Forst. Ich schaue jetzt mal, ob ich hier irgendwo diesen Steinbruch finde. Soll das hier der Steinbruch sein? Ja, das sieht mir tatsächlich so aus. Da haben wir einmal so eine Nase und da ist so eine Nase. Gibt es da was Besonderes? Außer Wald und Wiese? Naja, Wald eher weniger. Bin ich mal gespannt, wofür das gedacht sein soll. Ja, und sonst hier überall die ganzen Forststraßen, die sich hier so durchschlingeln. So, was haben wir da für einen Tunnel? Wo geht der hin? Okay, also der ist nicht für uns gedacht, der ist nur für den KI-Verkehr vermutlich. So, hier habe ich jetzt gerade gesehen, genau. Hier ist die Kuhweide. Und ja, hier habt ihr dann Platz, da könnt ihr euch noch einen Hof bauen. Hier haben wir eine kleine Tankstelle. So, auch sehr nice hier, so eine schöne Brücke. Oh, und hier haben wir zwar nicht den schiefen Baum von Pisa, aber von Eineberg. Auch nicht schlecht. So, hier ist schon wieder Ende im Gelände und hier kommt der Steinbruch Nummer 2. Aha. Interessant.
Also so von der Aufteilung her sehr, sehr nice gemacht. Wir haben hier Verkehr drinne. Macht das Ganze so ein bisschen lebendiger. Kann man natürlich auch ausstellen, wenn man es möchte. Sehr, sehr nice. Gut, dann kommt natürlich immer die berühmt-berüchtigte Frage, ja, wie sieht's denn mit der Lok aus? Und bei der Lok, da gehen wir jetzt mal kurz durch. Oje, oje, oje. Da wird's ja schon wieder kunterbunt, da haben wir einen Error. Und da gibt's scheinbar ein Problem mit den Farmlands. Aber da gibt es ein gewaltiges Problem hier. Das gehört auch dazu, das Warning. So, dann haben wir hier noch einen Error mit einer Sounddatei scheinbar. Der Rest schaut mir relativ gut aus. Okay, also ich denke mal, das sollte man relativ zügig mit einem Update nachher dann auch wegbekommen. Die Farmlands, da habe ich mich jetzt leider noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, was das für ein Aufwand ist. Aber schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal mit den Farmlands irgendwie gearbeitet habt. Oder euch da auskennt. Das wäre nice. Und ja, ihr dürft auch gerne reinschreiben, ob ihr die Karte hier schon mal angetestet habt, angespielt habt. Ist ja doch schon vor einer etwas längeren Zeit rausgekommen. Und ja, wenn es euch gefällt hier das Video und der Kanal, dann lasst gerne ein Abo da. Und gebt auch uns gerne ein Däumchen. Das wäre ein Träumchen. Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Deswegen das Glöckchen nicht vergessen. In diesem Sinne, ciao, ciao.